Alexa! Stopp! Ja, Alexa, was geht ab mit dir? Ich will das auch mal machen. Die erste. So, okay. Die erste. Klappe die erste. Nein, ich sag noch nicht Klappe die erste. Ne? Das heißt Take One. Wie du da stehst, du. Ja. Akku ist auch schon fast leer. Was machst du lieber? Kochen oder Gartenarbeit? Schlafen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kochen wir zusammen und zwar ist der Max auch dabei, wie ihr sehen könnt. Ihr wünscht euch immer wieder Videos mit Max. Das letzte Mal haben wir wirklich ein langes Video gemacht. Da hattet ihr ganz viele Fragen auf Snapchat für den Max. Aber diesmal machen wir es anders. Wir kochen einfach nur und nehmen euch eine Runde mit. Sorry für den Ton, wir haben jetzt kein Mikrofon aufgestellt, weil es so ein bisschen eine spontane Aktion gerade ist. Wir kochen. Was kochen wir? Meine Lieblingssuppe. Die Lieblingssuppe von Max, genau. Dieses Mal verlinkt. In der Infobox verlinken wir euch alle Zutaten. Das letzte Mal habe ich das irgendwie verpeilt. So, also wir legen los, damit das Video nicht zu lang wird. Ja. Max Schatz, was haben wir bis jetzt schon gemacht? Wir haben jetzt schon die Möhren geschnitten, den Apfel. Jetzt wird noch der Schnittlauch geschnitten, kommt alles in den Topf. Und dann genau, das sind Frühlingszwiebeln, Max, das ist kein Schnittlauch. Auberginen. Okay. Gemüse. Gemüse halt. Die Äpfel haben wir gewaschen, klein geschnitten und das kommt jetzt alles in unseren Topf. Und da hat der Max vorhin schon Wasser rein. Und wir erzählen euch ein bisschen was. Der Max ist ja 18 geworden. Ey, das geht nicht. Man darf nicht naschen. Der Max ist 18 geworden und wir haben gerade eben seinen Führerschein abgeholt. Wie aufregend. Er fährt ja schon die ganze Zeit. Er hat das begleitend fahren gemacht und Mama hat Blut und Wasser geschwitzt. Manchmal. Nee, der Max fährt schon gut Auto. Kann man nichts sagen, aber es ist schon ungewohnt. Jedenfalls schockiert er mich jetzt die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist richtig schön. Na Max? Ja. Mega schön. Mega schön. Parallel haben wir jetzt gerade einen Vlog noch angefangen, den ihr dann auch sehen werdet. Beziehungsweise dieses Video wird wahrscheinlich erst später kommen, weil es eine Weile dauert, bis ich das geschnitten habe. Na Max? Ja, stimmt. Ja, das dauert immer ein bisschen. Genau. Was wollte ich denn sagen? Jedenfalls hat der Max eine Überraschungsparty bekommen. Du kannst das schon mal allein machen, Schatz. Und das Video dazu wird bestimmt auch schon gesehen. Also der Max war völlig überrascht, hat nichts davon gewusst. Wurde mit einer Decke, Panzertape gefesselt. Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Und das Krasse war, die Polizei kam von unten hoch, ne? Ja, und hat nichts gesagt. Und die haben nichts gesagt. Oh mein Gott, ey, ich war total aufgeregt, natürlich, weil ich gehofft habe, dass alles klappt, so wie ich mir das vorstelle mit seiner Überraschungsparty. Ich habe mit seinen Freunden eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die haben dann alle möglichen Leute eingeladen. Ich habe dann eingekauft mit Freunden von Max, ne, Alkohol. Habe natürlich ganz viel gekocht. Ja, war schon aufregend. Aber das Video dazu habt ihr bestimmt schon gesehen. Na Max, ja, dir hat es gefallen? Ja. Ich habe nichts getrunken. Du hast nichts getrunken. Nee, der Max hat nicht viel getrunken. Nur ein bisschen. Nichts getrunken. Du hast gar nichts getrunken. Ja, ich war ja nicht dabei. Ich kann das ja schlecht sagen. Na? So. Frühlingszwiebeln. Ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Jedenfalls waren wir gerade bei Obi einkaufen und haben für unsere Obstbäume so Mittel gekauft. Ich habe 50 Euro bezahlt, ne? 50 Euro. Ist das überhaupt an? Nee. Hast du noch Sex gestellt? Alter. Was jetzt? Das sind Zwiebeln. Ja, Frühlingszwiebeln halt. Aber die sind nicht so scharf in den Augen, oder? Ja, geht. Gut. So, Ingwer. Ist immer so blöd, den zu schneiden. Magst du den schneiden? Ja, ich mag den schneiden. Ich schneide mir gleich die Hand. Ah, der Max, der macht lieber Gartenarbeit, glaube ich. Was machst du lieber? Kochen oder Gartenarbeit? Schlafen. Okay, Max, läuft bei dir. Alle. Was ist das? Wegen der Zwiebel? Nee, ich trenne einfach nur so. Ich finde es gerade sehr emotional. Mir macht das gar nichts aus. Ach so, vielleicht weil ich jeden Tag koche? Ja. Und viel mit Zwiebeln koche? Übrigens, der Max ist ja bald mit seinem Abi fertig, ne? Ja. Wenn ihr dieses Video seht, okay, jetzt zieht es auch gar nicht hoch. Ja, danke schön. Der Max ist, wenn dieses Video fertig ist und online, wahrscheinlich fertig mit seinem Abi. Und ich hoffe für ihn, dass er das Abi bestehen wird.
mal schauen. Ich gebe dir gleich mal schauen. Ingwer nicht zu klein schneiden, weil wir müssen das dann durchpürieren. Und damit wir den Ingwer wiederfinden, schneide ich den nicht zu groß. Nur als kleinen Tipp nebenbei. Na? Okay, magst du die Karotte rein tun noch? Ja. Ja, was siehst du? Ja, was siehst du? Okay, dann mach ich es für dich, mein Schatz. So. Okay. Gut. Das ist Sven, immer noch. Quatsch. So, ein bisschen Ton. Stell dich nicht so an. Nein. So, reicht das auch? So, okay. Gut. Ja, wenn der Max dann auszieht, hallo, muss er ja kochen können, ne? Ach, Pizza lösen. Pizza ist die Lösung, ne? Und? Fehlt noch was, oder Max? Ja. Curry? Der Max muss ja auch ein bisschen das lernen, wenn er dann aussieht und studiert. Oh Mann. Ich glaube, du hast nicht so traurig. Nein, ich bin so traurig. Hey, der war voll teuer, der Curry, ne? Ja, was ist denn teuer? Ich hab nur teuer. Auf welche Schule gehst du, Max? Gehst du auf die Traumschule? Warum hast du dritter Arzt, oder? Ich hab keinen. Ich hoffe, dass du dein Abi hast. So. Okay. Weißt du, wie viel? Mach mal einen Esslöffel. So, wir haben jetzt alle Zutaten in den Topf rein. Ich muss so lachen, sorry, weil der Max die ganze Zeit irgendwelche Witze sagt. Oder Witze macht. Wir waren vorhin bei Edeka, ich habe noch Fleisch gekauft und zwar kommt Hähnchenbrust rein. Und ja, wie gesagt, es ist schon wichtig, dass der Max das lernt, das Kochen. Hi, Lassie! Hi! Lassie kommt gerade. Die geht leider nicht. Nee. Lassie, komm mal her, Schatz. Nee, meine Haare. Ah, er muss erst seine Haare richten. Aber er hat gerade frische Erdbeeren gebracht. Lecker. So, jedenfalls kommt Hähnchenbrustfilet rein im Ganzen, weil das jetzt erstmal kochen muss. Und dann kommt es raus. Dann wird es in Scheiben geschnitten oder in Würfel. Und die Suppe wird dann durchgerührt. Max, ich glaube, du hast einen so kleinen Topf genommen, weil es kommt noch Kokosmilch rein. Es passt schon. Es passt schon. Es darf schon ein bisschen drüber. Nein, ich glaube, das wollen wir nicht anwerfen. Mann. Moment. Da. Großfamilie, große Töpfe. So, das ist da rein. Go, Max, go. So, schnell. Ja. Das war ja jetzt schön. Der Max möchte ja erneuerbare Energie studieren. Was heißt das damit zu tun? Ja, da musst du wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, was weiß ich, so umfüllen. Ne? Nee. Sitzt du da nur im Büro? Steht da und mach gar nichts. Okay. Okay, Max. Jetzt das da bitte. Vorsicht, weil, naja, wirst du gleich sehen. Soll ich dich auch so viel loben wie den Lissandro? Das meinte ich. Ja, das ist ganz vorsichtig gemacht. Okay, sehr gut. Feiner Max, so ist fein. Achso, nee, das sag ich ja nur zur Bella. Feine Bella. Oh Mann, Leute. Macht nur Spaß. Okay, da kommt jetzt ein bisschen Wasser rein, damit wir das nicht wegwerfen. Mach das in die eine Dose. Hoppala. Und schütt das dann in die andere. So. Gut. Gut aus, ich will so ein bisschen Curry reinfinden. Noch ein bisschen Curry? Das ist immer noch ein bisschen. So? Ah, das Mango-Chutney muss noch rein. Nimm mal die. Jetzt passt es. Tada! Hat meine Schwester mir mitgebracht aus London. Ist von Harris. Weißt du noch, da waren wir auch. Ja, ich weiß noch. Da habe ich mir einen Cupcake geholt. Ja. Der war teuer. Der war sehr teuer, ein Cupcake. Der war so klein. So. Was haben wir dafür bezahlt? Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Du wolltest den unbedingt haben. Das sah auch so gut aus. 5,50 € oder so. Aber der Max wollte ihn halt haben und ich habe ihm das ja geschenkt, zum 16. Geburtstag nach London zu fliegen. Ne? Und ja, dann habe ich aber dafür den ganzen Tag nichts gegessen. Nein, ich mache mir Spaß. Wenn man in Urlaub fährt, muss man damit rechnen, dass das Geld kostet. Es ist einfach so. Ne? So, und dafür spart man ja das ganze Jahr über und geht arbeiten. Oder? Ja. Okay, also die Suppe muss jetzt rein in die Köche. Eine halbe Stunde
Und dann holen wir das Fleisch raus und holen euch dann nochmal dazu. Na, machen wir. So machen wir es. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt das Fleisch klein geschnitten. Der Max hat nicht geholfen. Richtig. Deshalb darf er jetzt Würst pürieren. Ich habe mir in der Zwischenzeit übrigens einen Melonensalat gemacht. Da ist er. Und mein Schafskäse ist auch im Ofen. Den muss ich jetzt mal ausmachen. Moment. So. Ja, du kannst jetzt schön durchpürieren und dann sind wir gleich wieder bei euch. Go, Max! Turbo. Yes! Okay, der Schafskäse ist ganz schön dunkel geworden, aber ist nicht schlimm, ich mag das so. Okay, wie weit bist du? Ja, noch ein bisschen. Bitte schön, du darfst probieren. Dankeschön. Ich nehme dir das ab. Lecker! Gut? Boah. Gut? Sehr gut. Yeah. Du bist so lustig, Max. Fleisch reinkommen? Ja, das kann man rein. Okay, mach mal bitte mit dem Löffel ein bisschen, Herr Führer. Hier. Gut. Nicht. Nee, jetzt kommt noch Creme Fraiche rein. Ach so. Genau, hast du gerade mal so einen schönen Schwung? Genau. Ach so, Schwung. So. Okay, gut. Ja, mach alles rein, Max. Mach einfach alles rein. Was soll ich alles rein? Ich soll nicht alles rein. Doch, jetzt hast du alles reingemacht. Ist egal. Ach so, kommt eigentlich nur ein bisschen was rein. Ist nicht schlimm. Ja, das schmeckt aber so besser. Ja, okay. Ich mach gut. Ich hol dir mal einen Teller, dass du deine Suppe essen kannst. Ja, danke. Und ich esse mal mit uns. Jetzt hol ich erstmal einen Teller für Max. Ich glaube, du wolltest die ein bisschen dicker haben, oder? Ja. Ja. Wir müssen nächstes Mal weniger unternehmen. Ja. Aber ich glaube, die ist trotzdem ganz gut. Hast du sie abgeschmeckt? Ist sie richtig gut oder möchtest du noch ein bisschen zu curry? Ah, da kommt auch noch ein Schluck Weißwein rein. Ja. Vergessen. Okay. Warte mal. Ja, aber das ist gut. Ja. Also wir haben es noch mal ein bisschen abgeschmeckt. Es kommt noch Weißwein rein, ein Schluck. Gut. Und Curry hat der Max auch noch rein. Und Salz brauchen wir noch mal. So, ein little bit Salz. Und dann schmeckst du nochmal ab. Aber du kannst es auch nochmal aufkochen lassen. So, wir lassen die Suppe jetzt nochmal aufkochen, weil wir sie ja jetzt nochmal gewürzt haben. Allerdings verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Ich muss nämlich den Alessandro jetzt ganz schnell zum Friseur fahren. Der hat nämlich einen Termin. Das seht ihr dann in meinem Vlog, weil ich jetzt die Vlogkamera wieder mitnehme. Wahrscheinlich habt ihr das Video schon gesehen. Und ich würde sagen, falls euch solche Videos interessieren, dann schreibt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt ja auch zum Beispiel einen Themenwunsch äußern, über das wir sprechen sollen, ne? Während wir kochen. Dann machen wir das natürlich auch wahnsinnig gerne. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also anstatt ein Style and Talk machen wir ein Cook and Talk für euch. Mal was anderes. Jetzt verabschiede ich mich. Ich habe es eilig, wie gesagt. Der Max hat das letzte Wort und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte, das Wort ist für dich. Einfach Tschüss sagen. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis nächstes Mal. Ich habe jetzt im nächsten Video. Nee, warte mal. Hier ist das nächste Video. Oder dieses.